Memories, ja, es gibt einfach Videos, da will ich noch nicht drauf reagieren. Irgendwann mal. Aber ich habe, denke ich mal, genug. Und ich glaube, ich habe wieder Bock auf ein altes. Und zwar haben wir letztens das angeguckt. Und ich glaube, jetzt schieße ich auch das nach. Solange ich noch im Stream-Business drin bin. Also ist es okay? Sind wir alle d'accord? Ich denke mal ja, weil das Video wird jeder kennen. Und wer es nicht kennt, wird es kennenlernen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es jeder kennt. Also ihr habt die Wahl zwischen Life on Two Wheels und From North to South Summer Adventures. Ist nicht übersteuert. Ist es verwirrt? Willst du nicht leimen? Oh Scheiße. Reaktion, Life on Two Wheels. Let's go. Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above, 'cause it's one time for the underdog. Das ist schon noch ein epischer Anfang, oder? Das Lied und so. Wie schön die da war. One time for the underdog. You got the world on your team. Even if that ain't what it seems. It's one time for the underdog. One time for the underdog. A young nigga with a dollar and a dream. And these Nikes on my feet, trying to stay about the streets. So I'm rhyming, pulling 187s all on these beats. Wisst ihr, wer das ist hier? Vivi. So I'm rhyming, pulling 187s all on these beats. Instead of on the concrete, submitting my future while they were focused on what they cheap for shit. I'm like a cheap head honcho. Kenny und Chiara. Mit was für ein Bike, Alter? Ich kenne das gar nicht. Irgendeine derzeit. Tell me that it's impossible, I give it to you pronto. Be working all these late nights and these early mornings like Alonzo. So one day they'll be calling me great, just call me Gonzo. Zu der Zeit hatte Schäfchen einfach zwei Bikes. Die 5.1, die 5.10. Diese Husqvarna eben, das war vom Schäfchen ein zweites Bike. Und das ist der Rancy, der Rantsky. Lang nicht mehr geschaut, das Video fällt mir gerade auf. Lang nicht mehr geschaut. Sieht zwar geil aus, aber das war richtig die Grütze zu fahren. Man denkt immer so, Berge ist geil zu fahren, aber das sind teilweise solche Höhenunterschiede in in dem Gras drin so. Und teilweise sind dann Stellen, danke Spike of Cross, da, manchmal sind so Grasstellen einfach so vollgesogen mit Wasser. So, ist übel die Grütze gewesen, da zu fahren. Das sieht einfach nur geil aus auf dem Video. Dann nimmt man sich so vor, auf den Berg will man hochfahren und dann schafft man es nicht mal am Ende. Weil alles durchdreht und rutscht und so lange Grashalme, die wie eine Skipiste sind. Ich glaube, Schäfchen war einer der ersten, der diese Hose anhatte. Also das ist nicht Schäfchen, aber dadurch ist er berühmt geworden. Ich würde mal interessieren, wie viele Leute von diesen ganzen, das sind so viele 125er Fahrer, mich würde es echt mal interessieren, wie viele von denen heutzutage noch fahren. Ob so einer hier mich noch feiert, man weiß es nicht, das ist schon so viele Jahre her. So generell so, man kennt die alle nicht, das war so ein Miet. Das ist Michi KTM aus Österreich, aber viele sind halt einfach nicht mehr aktiv. Aber meine Leder kommt nagelneu. Nagelneu, was macht Schäfchen? Er klebt mir einen Aufkleber auf den Rücken, wo mein Grenzgänger-Logo ist und zieht mir den Druck ab. Zieht dann wieder ab und dann hängt der Druck am Aufkleber. Danke Hotclip für 5 Euro. Wir nähern uns. Jetzt haben wir einfach 1,3, 1,2. Als Spendenziel, als erreichtes. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, wo Kenny auf einer 5.1 gefahren ist und danach hat er dann auch die Liebe dafür entdeckt, dass er sich eine 5.1 selber geholt hat. Der hat da 8 so Schleifer hintereinander gemacht im Sitzen, im so halb stehen. Skills damals wie heute am Start. Da war es einfach neu, Mann.
Schnell weg, hat keiner gesehen, jetzt wird's böse. Ist das wieder D&B? Bullen, 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 Bullen. Noch mehr Bullen. Das ist in Österreich oft so, da lasern die richtig gern. Da stellen sie sich an geile Stellen und lasern dich einfach weg. Aber die gehen nur auf die, wo Wheelies gemacht haben. Also mich. Ich weiß noch, wie wir damals da, der 525 Basti, jeder hat so überlegt, sollen wir jetzt einfach abhauen oder nicht, lohnt sich's. Scheiße, Chef. Das sind auch legendäre Aufnahmen auf dem Platz. Da wurde meine Husqvarna das erste Mal mit Skill bewegt. Ja, das. Ich fahr da wie ein Stück Scheiße. Was ist das, Mann? Ja. Bin ich nicht stolz drauf auf die Fahrweise. Auf keinen Fall. In Schweiz werde ich niemals fahren. Wegen Strafen. Trotzdem besser als ich. Dann nimm dir das Ganze doch jetzt als Tipp so, dass man einfach, wenn man selber weiß, dass man nicht so gut fährt, dass man einfach nicht so fährt. So, weißt, lieber mache ich den Fehler und weise ich darauf hin, wie das einen anderen Fehler macht und deswegen auf die Fresse fliegt oder irgendwas Gefährliches passiert. Ja, da kommt daraus der alte B-Mixer. Ja, das ist auch so eine Story. Da hatten wir unser Seil. Immer oft gechillt so. Und irgendwann eines Tages wurden einfach diese Bäume hier abgesägt. Grundlos, Mann, im Naturschutzgebiet. Grundlos sind sie da durch den ganzen Wald gefahren. Alles platt gesäbelt. Nur dafür, dass man hier nicht mehr schwingt. Das ist so eine Schikane gewesen. Das war auch so knapp, achtet mal drauf. Ich bin jetzt noch am Gas geben und er ist schon am Bremsen. Ich bin in den Stoppie gegangen, achtet mal drauf, das sieht man nicht so. Schaut mal hier, was ich da für eine Vollbremsung reinlege. Das muss ich nochmal machen, es hat geruckelt. Wie ich da noch an dem vorbeikomme, gut, das sieht man schon, aber da bin ich erschrocken. Ich war komplett im Stoppie, Mann. Ich habe eben Stoppie rübergelenkt. Ah, der lange Lulatsch. Zu langen Beinen kann man einfach nicht gut zum Auto fahren. Da sind wir auch einmal runter, einmal hoch und dann nochmal, ey, lass nochmal runterfahren. Einmal runter wieder, einmal hoch. Oben gab's Anschiss. Wegen der Lautstärke. Es tut mir im Nachhinein auch leid, dass ich die Katze hier da so malträtiert habe. Ich wollte doch nur kuscheln. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Ich hole sie gleich. Soll ich sie holen? Soll ich sie nerven, obwohl sie gerade so schön schläft? Guck, wir fahren Wheelie Wheelie. Bike Life 247365. Das war ein Kiaras Geburtstag. Ja, Mann, da bin ich ohne Knieschoner gefahren. Nee, ich bin ohne Stiefel gefahren. Ich bin mit fucking Vans gefahren. Und bin in den Fußrasten abgerutscht. Oh, ich hab's einfach trocknen lassen. Ich hab nichts genäht.
oder so. Ich habe es einfach trocknen lassen. Die Wunde hat wochenlang genässt, locker 2 Wochen. Die Suppe ist mir rausgelaufen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ist alles wieder verheilt. Hier seht ihr das ist nicht chillig zu fahren da. Schönes Seil, Mann. Ich vermisse es. Es wird immer wieder Neues dran gemacht an irgendeinen anderen Baum. Es wird alles immer wieder kaputt gemacht. Jetzt habe ich einen schönen Shot verpasst, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Ah, doch, da. Shisha, Shisha. Da war ich nicht dabei, das habe ich nur reingeschnitten. Leider wäre ich gerne dabei gewesen. Also wer irgendwann mal hier Boot fahren geht mit einem Reifen und mich kalt hinterherziehen will, ich bin am Start. Und das war einfach so dieses gestellte Summer-Feeling, wo man einfach mal so einen Shot gebraucht hat. So. Danke, John Sumo. Aber so gestellt wie es war, es haben trotzdem 20 andere nachgemacht. Es war einfach ikonisch, dieser gestellte Shot. Ich find's geil. Das war an Summer Feeling 2013 angelehnt. Da sind wir auch schon mit Helm ins Wasser. Jetzt erinnere ich mich. Die Drohne, die ist mir einfach weggeflogen. Plötzlich Verbindung verloren und dann habe ich sie ausgemacht in der Luft. Puh, ist noch klimpern hören, der Gimbal kaputt. Jetzt kommt ein sehr wilder, aber kurzer Enduro-Teil. Sehr wild. Sehr wild. Echt gut. Echt nice geschnitten, finde ich. Das war auch eine meiner längsten Enduro-Touren, weiß ich noch. Ich wollte einfach nicht mehr weiterfahren. Und wir sind noch ein Stück weiter gefahren und wir mussten alles wieder zurück. Und ich konnte nicht mal mehr stehen. Mir hat der Arsch wehgetan, Durst gehabt. Das war wirklich, ich war absolut am Ende. Ich war danach 2 Tage Knockout. Oh Mann, war ich am Arsch. War ich am Arsch. Mann, sind das Sprünge, das kann ich bis heute nicht, Mann. Bis heute habe ich keinen Bock, so weit zu springen. Dies wird es für immer geben. Und wenn sie gelöscht werden, dann leben sie in meinem Kopf weiter. Wenn irgendwann mal Artikel 13, jetzt ist es Artikel 17, werdet ihr noch im Laufe des Jahres hören. Vielleicht werden die ganzen Videos irgendwann gelöscht, aber sie leben in meinem Kopf weiter, ist mir scheißegal. Ladet sie euch am besten alle runter, alle Videos, die ihr mögt, falls sie irgendwann gelöscht werden. Nur als Tipp. Der Link da unten, der ist Legende. Ja, safe, Mann. Soll ich mal wieder ein Video bringen, wo das da unten so drin steht?
dieser Link immer reingeklatscht. Jetzt, Mann. Ich muss lauter machen ein bisschen. Nee, dann verkacke ich die Aufnahme. Ich mach bei mir lauter. Change your heart. Look around you. Change your heart. Rancy. Episch, Mann, da sind wir auch, ich weiß nicht, wie wir da hochgekommen sind, da war alles gesperrt, also dass wir da keine Ärger bekommen haben, das ist mir auch bis heute ein Rätsel. Dass der Bergquart nicht um die Ecke gekommen ist.